Das erste, was wir gleich mal machen werden, ist uns eine Zeitung zu kaufen, indem wir mal uns einfach die 1,58 Dollar oder 75, die wir angespart hatten, den Zeitungsjungen geben. Hier ist das Geld. Oh, danke. So, wir haben eine Zeitung, cool. Die Zeitung öffnen wir, indem wir einfach mal drauf gucken. Wow, da ist Gasp. Mit Dämonenaugen. Oh, ein Poster. Mach auf, weiterblättern. Wanted, Parallax Studios. Na, was suchen die? Die Parallax Studios suchen einen Laufburschen. Tja, da können wir uns ja mal bewerben irgendwann mal. Da ist der Dämonenjäger oder Geisterjäger. Und ein Spark Botchers Poster. Cool! So will ich auch aussehen! Nicht! Wer will bitte schon so aussehen? Oh mein Gott! Wow! Wenn der richtig angemalt ist, kann man ihn gut als Vorfahrtgewehrenschild benutzen. Ja, das habe ich mir auch so gedacht. So, jetzt haben wir wenigstens das Poster. Und mit dem Taxi könnten wir theoretisch fahren. Hallo! Hey Freundchen, mit dieser dämlichen Verstellung kommst du hier nicht rein. What the fuck? Okay, wir gehen in die dunkle Seitengasse. Und jetzt kommt ein sehr, sehr schweres Rätsel, was ich finde. Wir haben hier vorne ein Zahlenschloss. Das eine dreistellige Kombination hat. So. Es ist ja nicht schwer zu sehen. Hinten, hier stehen ja Zahlen. 16 minus 9. 2 mal 3 und 2 und too much. So. Das Blöde ist, bei too much habe ich immer manchmal so welche Probleme. So, wenn ich mir jetzt mal das so ausrechne. 16 minus 9, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Das sind 7. 2 mal 3, 6 und too much. Das heißt 7, 6, 2. Jetzt ist bloß die Frage, welche Reihenfolge? Und ich denke mal, wie das so aufgeschrieben ist auf der Wand, muss das dann auch so sein. Bloß bei mir war das dann immer so, dass sich die Tür nicht automatisch öffnet, wenn ich die richtige Kombination hatte. Ihr müsst, wenn ihr die richtige Kombination habt, oder ihr denkt, ihr habt die richtige Kombination, oh, ich war zu weit, Moment, dann müsst ihr aus dem Bild wieder rausgehen und die Tür öffnet sich. Die Tür ist auf, lass uns nachsehen, was dahinter ist. Ich weiß nicht, Chewie, ist das nicht illegal? Ich bleibe besser hier. Feigling! Ganz schön dunkel hier. Was ist das? Sieht aus wie Gold. Eine goldene Uhr. Es wird bestimmt niemanden stören, wenn ich sie mitnehme. Hey, da liegt ja noch ein Ring. Her damit. Und da funkeln Diamanten. Oh, die bewegen sich ja. Die kommen auf mich zu. Oh, Komm, Howard, es ist Zeit, sich abzuseilen. Ich habe ja gewusst, dass es nicht richtig war. Hey, wer hat hier das Schloss geknackt? Was seid ihr denn für Landeier? Los, her mit dir und dem Ring, sonst gibt's das auf den Kürbis. Oh, oh. Komm nur. Oh, oh, Chewie, was machst du? Keine Sorge, Howard, mit dem werde ich schon fertig. Der mit uns auch. Boah, jetzt gibt was auf die Fresse! Rück den Schmuck wieder rauf, sonst gibt's was auf die 12. Oh, oh. Großmaul! Später. Noch später. Noch viel später. Endlich. Okay, Langer. Was liegt an? Chewie, du bist auf einmal so verändert. Baby, reich mir meine Harley. Hast du was abbekommen? Hey, Keule, wo steigt denn hier die nächste Pokerrunde? Er hat ganz sicher etwas abbekommen. Okay, Howie, lass uns gehen. Bist du wieder klar im Kopf? Mir ging es nie besser. Ganz sicher? Nur der Tod ist sicher, Howie. Da hat er recht. So, aber mit dieser Auffassung können wir endlich mit dem Taxi fahren. Hey, Alter, Tür auf. Scharfer Anzug. Aber ihr seht so aus, als hättet ihr ein Kilo Kohle dabei. Tja, das glaubst du. Wir haben aber einen fetten Ring, Baby. Bling, bling in the hood. Okay, Mann.
Wie sieht es mit deinem Deal aus? Was denn? Willst du mit deinen alten Kürbis andrehen? Nein, schau mal, hier. Hey, so einen hab ich mir schon immer gewünscht. Dafür gibt es auch jemanden, der sich machen, wie ihr wollt. Geil, jetzt dürfen wir so oft Taxi fahren, wie wir wollen, kommen überall hin. Das ist schon mal sehr cool. Wir können jetzt zum Hotel und zum Verlagsgebäude, beziehungsweise zu den Bahnhof und zu den, na, wo waren das? Parallax Studios? Ne, da können wir noch nicht hin. Okay, aber da kommen wir später hin auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, wir gehen erstmal ins Hotel. Ist ja immer so, wenn man im Urlaub ist. Man muss als erstes ins Hotel und danach kommt das Vergnügen. So, und da vorne ist ein kleiner Junge. Hey, ihr widerlichen außerirdischen Infiltratoren! Ihr wart es! Euch Spark Botcher! Dem Retter des Universums in den Weg zu stellen? Hey, Chewie, wie ist der denn drauf? Ah ja, okay, dann macht uns die ganze Zeit nass. Denn er ist Spark Botchers Fan, wir geben ihm einfach mal das Poster. Hey Junge, schau mal, was ich hier habe. Wow, du außerirdischer Pinkinese! Das ist ja ein Spark Botchers Poster! Her damit! Hier darf passieren! Diese Jugend. Ja, richtig. So, gehen wir ins Hotel. Ein Aschenbecher und, oh, da liegt eine Zigarette drin, die nehmen wir doch gleich mal. Und wir wollen jetzt bitte unser Zimmer beziehen. Und wann können wir unser Zimmer sehen? Guter Witz. Ich schätze, ihr seid etwas spät dran. Der Gutschein ist über 50 Jahre alt. Oh. Aber wir haben den erst vor kurzem bekommen. Tja, wie die Zeit vergeht. Wir wurden gelinkt. So, und da mir dieser kleine Junge auf den Sack geht, werde ich jetzt einfach mal da vorne rauchen. So, Junge, jetzt kannst du was erleben. Nom, 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 nom. Das doch nicht. Dann wären wir los. Hier, ich hab diesen blöden Kaugummi. Kannst du den noch brauchen? Gib mal her. Der hat ja die gleiche Farbe wie ich. Das ist bestimmt Chewigum. Klar, wenn ich mal ein Loch habe, dann kannst du es damit flicken. Aber nicht vergessen, die defekte Stelle erst einmal gründlich mit Schleifpapier anrauen und Konfett reinigen. Sonst klebt's nicht. Ja. Okay, mit dem Kaugummi. Was machen wir damit? Wir machen, damit wir endlich mal unser Zimmer bekommen. Da oben ist die Wasserleitung ja defekt. Und das nervt ihn ziemlich, weil der Portier ja gerne schlafen möchte. Da hat man gerade gesehen. Plapp. Wir machen das Leck zu. Hey, Alter, wir haben dein undichtes Rohr repariert. Ist nicht wahr. Ich warte schon seit Wochen auf Mario, den Klempner. Okay, Leute, dafür habt ihr euch eine Belohnung verdient. Hast du einen Lendenschutz mit zwei Taschen? Nein, eigentlich habe ich nur eine freie Luxus-Suite. Okay, dann nehmen wir die. So, hier ist der Schlüssel. Das Zimmer ist im ersten Stock. Okay. Auf in unsere Luxus-Suite. Oh Gott, so viele Türen ohne Nummern. Wie sollen wir da nur unser Zimmer finden? Gute Frage. Nächste Frage. Was haben wir überhaupt für eine Zimmernummer? Was spielt das für eine Rolle? Die Türen haben doch sowieso keine Nummern. Ja, das stimmt. Wir probieren einfach mal alle durch. Ich kann sie nicht öffnen. Von innen steckt ein Schlüssel. Okay. Hey, was soll das, ihr miesen Landratten? Hier, kleines Geschenk von Captain Steen. Oh, ich glaube, das war das falsche Zimmer. Ja, und ein fragwürdiger Platz, seine Schnapsflasche abzustellen. Hey, ihr schon wieder? Jetzt reicht es aber. Deckung, Howard. Zu spät. Whoop. So, zwei Sachen von Captain Steen. Und Schnapsflasche nehmen wir uns gerne mal mit, weil die brauchen wir. Dann gehen wir mal in die Tür rein. Da haben wir doch mal Glück gehabt. Alter, was geht? Aus dem Weg, meine Herren. Keine Zeit. Hoppla. Okay, das ist der Hausmeister. Das war der Kakerlakenkiller. Er hat den brandneuen Turbo-Kill 9022. Der saugt was weg. Ach ja? Den kann man auch umschalten und als Gebläse benutzen. Ist denn Kakerlakenweitwurf olympische Disziplin? Nö, die kann man vorher laufen lassen. Der Kakerlakenkiller.
Okay, hier ist unser Zimmer. Das Zimmer ist leer. Das könnte unseres sein. Na ja, zumindest hat es keine zweibeinigen Mieter. Gut, rein da. So, wir haben hier einen Kakerlakenspeer. Mit dem können wir aber noch nicht viel machen. Hier können wir auch eigentlich nicht so viel machen. Ist aber mal schön anzusehen hier alles, was man hier so machen kann, beziehungsweise was man sich so angucken kann. Und wir gehen jetzt mal wieder raus, weil wir haben ja noch eine Mission. Wir müssen ja unser Manuskript zum Big City Verlag bringen und da gehen wir einfach mal zum Taxischild. Los, auf! Und wir gehen zum Verlagsgebäude. Gut. Wir haben hier einen Verkäufer. Den können wir nach einem Hotdog fragen. Was kostet so ein Hotdog? $2. Aber die Frage ist nicht, was er kostet, sondern wie er schmeckt. Und ich kann euch sagen, der schmeckt echt lecker. Das Rezept stammt auch noch von meiner Urgroßmutter. Die hat... Und da war dann noch mein Onkel Fred. Der hat... Starke Story. Ja, Leute. Und später sagte meine Tante Friedel... Noch mehr Geld. Ja, und so wurde dieser Hotdog von mir verfeinert. Der sollte Schriftsteller werden. Dem hätte ich ewig zuhören können. Das glaube ich dir aufs Wort. Oh naja, Gott. Wenigstens hat er nicht gemerkt, dass wir zu wenig Geld hatten. Okay, jetzt haben wir den Hotdog. Und werden jetzt zum Schalter gehen. Hey, wer war das? Bestimmt wieder diese billige Sparkwatchers-Imitation. Na warte, Bürschchen, wenn ich dich erwische. Junge, welch ein Spaß! Das machen wir gleich nochmal! Ist es die Möglichkeit? Jetzt werde ich langsam sauer. Junge, welch ein Spaß! Und nochmal! Von dem ewigen Rauf und Runter wird mir ganz blau im Magen. Ich gehe jetzt erstmal Pause machen. Cool. Jetzt hat er die Nase voll. Schlagschwanz, der sollte mal auf meinem Planeten eine Kirmes besuchen. So, wir gehen ins Verlaggebäude. Das. Kann ich Ihnen helfen? Wir haben hier ein gutes Manuskript. Das sagen Sie alle. Unseres ist aber wirklich gut. Das heißt Escape von F5. Das kommt mir bekannt vor. Ja, das haben wir doch vor ein paar Tagen abgelehnt. Tut mir leid, meine Herren. Einen schönen Tag. Das war nichts. Nein. Warum? Glatte Abfuhr. Die müssen wir loswerden. Dann reden wir direkt mit dem Verleger. Warum haben bitte alle Frauen hier so dicke Brüste? Das ist ja, als ob die alle hier die Doppel-D haben. Meine Güte. So, ja, wo können wir jetzt hin? Wir könnten zum Hafen, weil wir ja die Mütze von Captain Steen haben. Da wollen wir aber noch nicht hin. Sondern erstmal ins Hotel wieder. Wir haben jetzt den Hot Dog, aber wir gehen einen Stand weiter und hier ist ein Kostümshop. Chewie, ich bleibe hier auf der Straße und warte, bis du fertig bist. Juten, ich möchte bitte ein Kostüm für mich. Hallo, was kosten die Kostüme? Ab $500 aufwärts. Ach du Scheiße. Oh, so viel Geld habe ich nicht. Haben Sie nichts Billigeres? Nein, zurzeit nicht. Gestern hatten wir noch einen Lendenschurz mit zwei großen Taschen für $1.75. Aber den hat das Filmstudio abgeholt. Die drehen einen Film im Amazonasgebiet. Das ist aber schade. So einen habe ich mir immer schon gewünscht. Tja, Pech gehabt. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Sie können sich ja etwas umsehen. Dankeschön. Visitenkarten haben wir. Da stibitzen wir uns doch mal eine. Und jetzt haben wir eine Visitenkarte der Parallax Studios. Wenn ich mich nicht irre. Genau, Parallax Studios. Und jetzt können wir da auch hin. Wollen wir aber auch noch nicht. Das machen wir auch später. Beziehungsweise, Moment, was müssen wir da nochmal machen? Ach stimmt, genau. Ja, dann gehen wir gleich hin, wenn wir das gemacht haben. So, wir benutzen unseren Schlüssel mit unserer Tür, weil wir wollen ja ein bisschen chillen. Und wir haben ja den Hotdog und den benutzen wir jetzt mit dem Kakerlakenspeer. Das reinste Überfallkommando. Ja,
Die Nachrichtenübermittlung scheint zu klappen. Der Kakerlakenspeer hat bestimmt ein Satellitentelefon. Klar, was sonst? Und wie werden wir die wieder los? Das weiß ich. Du hast ihnen den Hotdog gegeben. Wir könnten versuchen, uns in ihre Satellitenfrequenz einzuklinken und ihnen dann ein Treffen mit der KVG AR unterjubeln. KVG was? Kakerlakenvereinigung gegen Abfallrecycling. Sehr glaubwürdig. Ja. So, dann holen wir unseren Freund, den Kakerlakenkiller. Aus dem Weg, meine Herren. Keine Zeit. Moment, wir haben da ein Problem. Hat jeder von uns ab und zu Probleme? Ja, wir haben aber ein echtes Problem. Nicht die Eheberatung. Hey, du Säftel, wir haben da ein Kakerlakenproblem. Seid ihr bei mir richtig? Wo sind denn meine kleinen Freunde? Bei uns im Zimmer, gleich davor. Rede zurück, Leute. Das ist ein Job für Männer. Ein Job für Männer. Was für ein Mann. Mann, der ging aber ab. Ja, Turboran 9023, würde ich sagen. Richtig. So, wir gehen wieder zurück. Und haben hier unseren Kakerlaken-Killer. Die nehmen uns doch mal mit und saugen unsere Kakerlaken-Freunde mal ein. Oh, ich glaube, ich habe eine zertreten. Wie unangenehm. Vor allem mit nackten Füßen. Toller Job. So. Jetzt haben... Keine Schuppe. Meine Güte. Jetzt haben wir einen vollen Staubsauger mit Kakerlaken. So, und da unsere Verlagstussi, die uns nicht unser Manuskript abkaufen wollte, beziehungsweise es drucken lassen wollte, damit diesen Insektenspray rumgefuchtelt hat, da sie überhaupt keinen Bock auf Insekten hat, gehen wir jetzt einfach mal wieder zum Verlagsgebäude. Und sie soll uns natürlich nicht sehen, deswegen... Oh, der Aufzug ist ja hier. Den benutzen wir doch gleich. Okay, beam me up, Howie. So. Und jetzt lassen wir unsere kleinen Freunde mal den Geschmack von zwei großen Brüsten schmecken lassen. Run, Schlampe, run. Howard, ich kann dir sagen, da hast du was verpasst. Ja, hier unten kam gerade was vorbeigeflogen. Das sah so ähnlich aus wie die Sekretärin. So, jetzt gehen wir mal zum Oberboss. Kann ich Ihnen helfen? Wir haben hier ein gutes Manuskript. Das sagen wir alle. Unseres ist aber wirklich gut. Es heißt Escape.